Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Und wir drücken jetzt einfach mal den Knopf. Was geschieht da? Das sieht irgendwie ein bisschen so aus wie der Glückskeks aus Animal Crossing. Und was ist das? Ja gut. Der Kran hat bei der Landung das Grünkäppchen erwischt. Naja, kann man auch nichts machen. Epic Fail. Ranzigkeit. In Kürze erreichen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Bodenland. Verstanden, abtreten. Was? Was ist jetzt los? Was ist da los? What the heck? Oh, richtiger Fail. Was war das? Was war das wohl? Oh. Aber es mir... mit mir aufzunehmen, fehlen dir mindestens... 100 Millionen Jahre... übrig. Du bist eine Diebin, die Prinzessin Peachs Stimme geklaut hat. Der Plan könnte von mir sein. What the heck? Ich muss jetzt das in Bollland Schandtaten verursachen. Weshalb ich keine Zeit habe, es mit euch aufzunehmen. Gottfried, erledige das! Hier geblieben. Ich bin Gottfried, der Lieblingsschüler Ludmillas. Ihr habt wohl zu viel Zeit. Ja, dass ihr wegen der Stimme so einen Aufstand macht. Dabei kommt es doch viel besser. Aber jetzt ist es vorbei. What the heck? Wie OP ist der? Auf geht's, Mario und Luigi. Let's fight. Jetzt bleib mal hier, du Schurke. Jetzt erweich! Ja, das hättest du wohl gern. Ist das jetzt der erste Boss, oder? Ist das jetzt der erste... Okay, der erste richtige Kampf. Ja, okay, ist der erste richtige Kampf. Ich kenne sein. Eine Taktik. Ja. Er kann den Kerl ausweichen. Egal. Oh. Ja, immer je nachdem, welche Farbe er faselt, halt. Wird er halt die Person angreifen. Zuerst oder halt... Also, zuerst oder halt... Na, warte. Ja, jetzt sieht's ja. Also, ich muss nicht viel sagen. Hoppla! Oh, jetzt ist er auf dem Boden. Ist er männlich oder... nicht oder sie oder es, weil mehr oder weniger könnte man das als einen Rock sehen. Rock'n'Roll! Nein, Spaß. Best joke ever. I know that. Hoppla! Ich hätte mir schon fast gedacht, das was bei Fuß. Okay. Flüchtet er?
Okay, er flüchtet, bevor er stirbt. Genug geredet. Jetzt geht doch einfach Feuer frei. Okay. Er ist ziemlich gaga, sage ich jetzt mal. Oh mein Gott, hier brennt alles ab. Auch wenn man das nicht so richtig sieht. Separation, eine Expedition. Sofort überprüfen. General suspekte Objekte gefunden. Schnell zur Abschlussstelle. Alarm, Alarm. Kann es sogar sein, dass das bei den Shroops ist sogar? Mario? Mario! Gute Arbeit, Luigi. Oh, das war so klar. So ein epic Fail. Okay, sie scheinen sich wohl einig zu sein, dass wir hier helfen sollten. Der Cooper ist zerstört. Dabei war er doch längst nicht abbezahlt. Oh. Weiterspielen? Hey, ich wollte weiterspielen. So, weiter geht's. Okay, mit dem brauchen wir nicht reden. Ich denke, das wird unnötig und an die Fässer kommen wir noch nicht ran. Oh nein, den Raum kenne ich und ich hab dort keine schönen Erinnerungen. Das ist Seilspringen. Was für eine seltene Ehre. Ihr seid doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Wie war die Reise? Die war bestimmt schön. Doch jetzt, ihr müsst einen Grenzsprung. Ich kenne das schon und es ist so doof. Okay, ich sag mal lieber nix. Oh nein. Hamann, Mario! Ach man, du hast verloren. Nochmal spielen, ja. Okay. Alter. Ja, lass nochmal spielen. Oder? Jetzt versuche ich es doch nochmal. Ich kann das irgendwie gar nicht. Alter, wenn ich schon so lame sterbe, dann oh Mann. Die machen das echt nicht schlecht. Fantastisch. Oh, ich hab's geschafft. Echt jetzt? Nice. Ich hab das noch nie so schnell gemacht. Also, vor allen Dingen, weil ich es noch einmal durchgespielt habe und kein zweites Mal mehr gespielt habe. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich es gespielt, aber dann nicht mehr weiter. Ab hier seid ihr im Bodenland. Passt gut auf euch auf. Alter. Das war so epic. Moment noch. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben. Vor allem, weil es so schwer war. Nehmt das als Andenken. Karte von Bodenland, danke. Mit einer Landkarte fühlt euch bestimmt in der Fremde sicherer. Auf Select könnt ihr sie öffnen. Ja, aber ich will, bevor wir in die Röhre betreten, hier hin. Oh, das ist ja nett. Hier können wir zwar noch später hin, aber das weiß ich. Pilz ist sehr, sehr gut. Hier ist ein Gegner. Oh Mann, ich hab's zu spät gesehen. Das sind Fliegmoods.
Also, fängt doch schon mal richtig gut an. Oh, die beste Musik finde ich in dem Spiel die Wüstenmusik. Alter, wieso wird Mario das Opfer hier sein? Luigi hat einfach zu viel Skill, um sich treffen zu lassen. Alter, das sieht man einfach gar nicht. Okay. Alter, der wird noch Game Over gehen. Ah, und zum ersten Mal macht Mr. Mario richtig mit. Super hat er das gemacht. Oh, jetzt hat sich Mario auch mal reingefunden ins Spiel. Wir fehlen uns noch viele Fähigkeiten. Sieht man, glaube ich, auch. Oh ja, hier bekommen wir, glaube ich, sogar eine Fähigkeit, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, los geht's. Da ist Bowser, oder was? Oh. Hi, Bowser. Mario und Luigi, ihr seid endlich da. Hört mich hier raus. Sie haben Bowser höchstpersönlich ausgezeichnet. In der Kanone wirst du vor Wut explodieren. Der war gut. Was denkst du, wer du bist? Stella nennt man mich. Ich bin ein Haar. Mit harter Hand regiere ich das Schuppenfeld. Ich habe von dir viel gehört. Vor allen Dingen, dass du oft auf Peach führst, aber das hat ja so ein Baby geschafft. Willst du etwa, dass ich dich wieder raushol? Sonst lasse ich dich nämlich nicht holen. Du armer Wurm, gib mir all deine Münzen. Die Schande ist ja nicht auszuhalten. Oh Mario, was? Ihr wollt mir... Nicht dein Ernst. Mario, das ist nicht dein Ernst. Wenn ihr mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist, hier im Brunnenland müsst ihr ausländische Diversen erst mal umtauschen. Der Tageskurs für 116 Münzen, genau 10 Bohnentaler. Was für läppische 10 Taler. Alter, das ist ja nix. Also bringt mir mal einfach noch 100 Bohnentaler. Geld ist ja kein Problem für euch. Alles klar. Ja, schon klar. Ich dachte, dass man hier hinkommt. Ja, das ist ja eine Frechheit. Okay, aber jetzt sammeln wir halt Bohnental ab. Die waren wir doch schon mal. Oder? Oh, shit. So. Das haben wir schon mal abgestaubt. Jetzt gegen die Fliegemuts. Als ob Luigi. Ach, Luigi. Mario will nicht alleine gegen die Fliegemuts kämpfen. Ja, man sollte keine Unschuldigen am Boden liegen. Klempner angreifen. Habt ihr davon noch nie was gehört? Ja, Luigi hat sich bisher noch von nichts treffen lassen. Aber gut. Es wird auch noch kommen. Glaube ich zumindest. Sonst wäre es ein sehr schadenfrohes, also, nee, schadenfreies Projekt. Okay.
Also so schnell wie Luigi dort eben gehüpft ist, sollten das locker mal mehrere Bohnentaler sein. Ernsthaft? Also das war jetzt echt Betrug, denn ich habe die eben im Sprung dort getroffen. Ich hab doch... Gut. So, Luigi erledigt den Rest. Das wäre natürlich doof, wenn die irgendwie noch antäuschen könnten, die Kanonen. Oh, Mario hat den zweiten Gegner besiegt. Oh, jetzt war mal ein Sprungfail von Luigi, aber der darf sich das mal leisten lassen. Nein, toll. Das sind die Volltreffer im Pokémon, sag ich jetzt mal. Nur der Unterschied ist, dass es hier kein Pokémon ist. Vielleicht sollte ich mal die KP für Mario steigen lassen. 2, okay, bisher noch keine 1. Das wundert mich schon fast. Viele Let's Player haben hier nämlich Schwierigkeiten gehabt. So, oh. So muss man das machen, wie auch immer. Mario und Luigi, keinen Schaden davon allein. Aber ich finde irgendwie, dass das einzige RPG ist, vielleicht in Ausnahme noch mit dem, also Mario und Luigi RPG, dass es Mario und Luigi ermöglicht, so schnell zu springen, sage ich jetzt mal. Wie sind wir hier gelandet? Hier ist auf jeden Fall ein Sirup und Wutteck? Ach, das ist die Stelle. Marsmännchen, oder was? Die Sternschnuppern von eben sind vielleicht tatsächlich feindliche Außerirdische. Ihr seid Außerirdische. Bei unserer Sternschnuppenlehre müssen wir sie finden. Sternschnuppern General habe ein verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in meinem Auge brennt. Ich habe auch überprüft, dass Rot nicht Grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen und Bericht. What the heck? Die machen uns ja alles nach. Lol, die machen ja alles nach. Und? Was machen die jetzt? Oh mein Gott. Oh, das ist Mario aus dem Pilzkönigreich. So. Was macht die schöne Stimme von Prinzessin Peach? Gestohlen. Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Wie auch immer ihr das anstellen wollt. Nun, ich werde euch diese Paarattacke erklären. Sondertraining, okay. Besonders hoch zu springen. Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi zuerst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Okay. Drücke zunächst L, um den hohen Sprung auszuwählen. Ja, okay. Ihr müsst es jetzt nicht wissen. Nein, nicht wiederholen. So, gut gemacht. Mit dem hohen Sprung schaffst du es, an hohe Stufen zu gelangen. Tausch mit Start die Position. Oh, das ist ja nice.
Und da haben wir schon ein paar Actions aus anderen RPGs. Mario und Luigi Dream Team Bros. Zum Beispiel. Nein, nicht wiederholen. So, bravo. Die Action habt ihr ja wunderbar drauf. Sondertraining Ende. Nein, ich möchte kein neues Training haben. Gut. Die Flagge machen wir noch im Part. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Alter, ich drücke immer auf Select. Alter, das sollte jetzt aber sich schnell ändern. Gut. Tatsächlich, Mario und Luigi, ihr seid besondere Brüder. Also sagen wir ciao. Stillgestanden. Okay, die sind etwas seltsam, muss ich jetzt mal sagen. Aber sie haben uns geholfen, also beleidigen wir die mal nicht. Dass die Aliens sind oder so. Okay, hier kann man wohl nicht die Action-Kommandos ausführen. Oh mein Gott. Ja, das habe ich jetzt total verkackt. Oh fuck. Mario und Luigi springen hier unglaublich tief. Also, das ist mal negativ an Mario und Luigi in diesem Spiel. Aber sie springen dafür schnell. So. Ja, das war's vom Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, Mario, Luigi. Erfolgreiches Wiedersehen. Oh, wir sollen kämpfen mit denen. Aber das ist erst im nächsten Part. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr noch kein Abo gemacht habt. Das solltet ihr wegen einem Gewinnspiel von mir. Ja, okay, ich werde jetzt vielleicht diesen Kampf noch machen hier. Aber keine Erklärung von. Oder das mal hier so lassen. Dann schreibt mir mal 5 Amiibos in die Beschreibung, die ihr unbedingt haben wollt in einer Rangliste. Oder schreibt mir, ob ihr eine 15-Euro Gutscheinkarte haben wollt von Nintendo. Also ich kann euch da auch mehr informieren in den Kommis. Und das war's jetzt vom Part. Ciao.